Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte dich heute begrüßen hier zu einer weiteren Mod-Vorstellung auf meinem Kanal. Ja, ich möchte dir heute hier einen Fortschrittpack euch heute hier vorstellen. Mähdrescher E512 und 516. Wir fangen mit den kleinen einmal an. Hier haben wir ein schickes, also altes Modell als Cabrio einmal. Das Ganze kostet hier 26.500 Euro. Miete sind wir hier bei 1.351 inklusive. Wir haben eine Leistung von 102 PS, entsprechend 75 kW manuelle Schaltung, 200 Liter Tank, 22 km auf der Straße und 2,3 Tonnen Ladevolumen oder Kubik, wie du gerne sagen möchtest. Und das Ganze wiegt hier 6,9 Tonnen. Ja, dann haben wir hier einmal die Möglichkeit, uns also so ein Dach hinzuzufügen. Das Ganze gibt es einmal Kabine alt, Kabine neu. Dann natürlich hier Design. Siehst du, haben wir hinten dann einen Häcksler hinten dran. Dann gibt es hier einen neuen Luftfilter. Dann haben wir hier vorne, also Warnaufkleber, was wir hinzufügen. Natürlich hier können das Ganze, wie du hier siehst, das sieht dann Sache so aus. Hinten haben wir einen Attacher natürlich für den Schneidwerkswagen. Einmal mit kurzer Stange, dann mit langer Stange natürlich. Das liegt daran, wie du natürlich kaufst, ob du mit Häcksler oder ohne Häcksler kaufst. Dann besteht hier noch die Möglichkeit, hier die Farbe hier zu ändern natürlich. Kannst du ein bisschen umgestalten, ja, wie du gerne möchtest natürlich, ja, mit die Originalfarben. Kennzeichenwahl gibt es leider keine, wie du hier siehst. Und wir kommen hier zu uns in E516. Das Ganze gibt es hier für einen Kaufpreis für 89.000 Euro in Anschaffung. Miete sind wir da bei 4.539, Entschuldigung. Ja, wir haben eine Motorleistung von 228 PS, entsprechend 168 kW. 33 Liter AdBlue wurden hier nachgerüstet, weil wir 2024 schreiben. Ja, und natürlich 400 Liter Dieseltank, 25 km/h auf der Straße, 4,5 Kubik Ladevolumen oder Tonnen. Ja, das Ganze ist hier mit einem Eigengewicht der Mähdrescher mit 9,4 Tonnen. Dann haben wir noch die Möglichkeit hier uns also das Design hier zu ändern. Da haben wir jetzt hier also den Blau, das Design so her, dann also Variante B Blau, dann natürlich in Hellbraun, das Ganze gibt es natürlich als B-Variante oder Braun, also so Art Olivgrün natürlich als B-Variante. Dann haben wir natürlich hier auch verschiedene Arten Aufkleber, wie du hier siehst, dabei. Das heißt B-Variante und hier haben wir noch den Reifenhersteller Lizard. Das Ganze hier mit also L31R20, dann gibt es natürlich hinten 16R20, dann R34 oder wieder Standard. Das Ganze gibt es ja natürlich vom PKT natürlich genauso. Wir haben, wie gesagt, ein Ladevolumen jetzt hier von 4,5 Kubik. Das Ganze gibt es in 5,5 Kubik oder 8,5 Kubik unreal natürlich. Felgenfarbe kannst du hier auch nehmen. Bei denen hier hast du natürlich hier die Möglichkeit, hier natürlich mit Kennzeichenwahl, so wie du es natürlich gewohnt bist. Ja, was gibt es hier noch zu sagen? Wir haben als nächstes natürlich hier noch dabei, ja, einmal Schneidwerk natürlich. Da haben wir hier eine extreme Auswahl natürlich. Da haben wir hier unseren E556. Das Ganze wiegt da 930 Kilo, 4,20 Meter ist hier unser Schneidwerk, 8 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit hier empfohlene. Ja, das Ganze gibt es hier natürlich zu mieten für 331 Euro und zu kaufen natürlich für 6.500 Euro. Wir haben jetzt die Möglichkeit, uns hier das Design hier zu ändern, zum Beispiel hier also mit diese Platten. Dann gibt es das Ganze natürlich hier als Rapsantegerät natürlich. Dann gibt es das Ganze normal wieder Standard, gibt es hier mit einer Verkleidung oder ohne Verkleidung, wie du hier siehst. Und natürlich das Ganze natürlich mit Farbwahl, genauso. Ja. Dann haben wir als nächstes hier uns ein E556 mit 1,1 Tonnen und 5,70 Meter ist die Arbeitsbreite, 5 km/h die Arbeitsgeschwindigkeit.
Ja, das Ganze gibt es hier für 7.500 Euro und Miete sind wir da bei 382 inklusive. Wir haben jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel hier auch hier diese Platte hinzuzufügen oder Beispiel hier als Rapsernter. Dann gibt es das Ganze hier mit, also Verkleidung oder wie du siehst hier ohne Verkleidung. Das Ganze gibt es natürlich hier auch, wie du hier siehst, natürlich hier mit Farbwahl. Als nächstes gibt es hier natürlich hier uns ein E536. Cooles Teil, das Ganze her. 2,1 Tonnen, 6,70 Meter ist natürlich hier die Arbeitsbreite, 10 km/h, die empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit. Es gibt hier für 21.000 Euro das Ganze und zum Mieten 1071 Euro. Wir haben jetzt die Möglichkeit, hier vorne unsere Bügel hinzuzufügen oder natürlich hier also diese Leitbilder, also Langcode, wie man so sagt. Da gibt es das Ganze hier, wie man sieht, mit Abziehbild, Variante 1, Variante 2. Natürlich das Ganze hier auch wieder mal mit Farbwahl. Das gibt es noch hier als nächstes, den NA670. Das Ganze ist ein cooles Teil, das Ganze. Ja, und kostet hier 19.500 Euro. In Anschaffung Miete sind wir da bei 994. 2,1 Tonnen, 6,70 Meter, 10 km/h, die Arbeitsgeschwindigkeit. Hier ist genauso, das mit die Aufkleber hier an der Seite. Das muss ich mal näher ran. Du siehst also unten, oben, dann natürlich hier auch wieder hier Farbwahl. Das Ganze kannst du dir den coolen, also Drescher natürlich hier ein bisschen zusammenstellen. Das gute Stück ist hier, wie wir hier sehen, für Sonnenblumen, der andere natürlich hier für die anderen Standardfrüchte natürlich. Als nächstes haben wir hier, ja, zwei, also Maispflücker mit was Sonnenblumen machen und natürlich hier Körnermais. Das Ganze gibt es hier für 5.500 Euro. 800 Kilo, das Ganze schwer, 3,10 Meter, die Arbeitsbreite 7 km/h, die empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit. Und wie du hier siehst, hast du hier natürlich auch, also Farbwahl, das Ganze mit dabei. Und ja, was kann man hier Miete? 280 Euro. Also, das ist schon mal ganz cool an diesem Pack, dass du hier wirklich alles dabei hast für die Drescher natürlich, was du hier brauchst. Und hier kommen wir an uns ein Schneidwerk, den F. KA602. Das Ganze gibt es hier für 17.000 Euro in Anschaffung. Miete sind wir bei 867 inklusive. Ja, und wir haben ein Gewicht von 635 Kilo und 4,60 Meter ist die Arbeitsbreite. Das Ganze her hat eine empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit von maximal 10 km/h. Das Ganze können wir hinten uns noch so Rollen hinzufügen. Und natürlich hier Farbwahl ist genauso. Ja, habe ich euch auch schon mal hier einmal gezeigt gehabt. Also ich denke mal, das werden die vielleicht sein. Möglich ist alles, aber ich kann es ja nicht genau sagen. Dann haben wir natürlich hier uns ein 4 Meter Schneidwerk für uns ein klein, also Schneidwerk für uns ein E512. Das Ganze ist hier mit 1,5 Tonnen und 1.500 Euro kostet das Ganze. Miete sind wir bei 76 Euro. Wir haben hier, wie du hier siehst, auch wieder hier natürlich Farbwahl. Ja, so wie du es natürlich gewohnt bist. Ja, mit die Standardfarben, was der Drescher natürlich hier hat. Und als nächstes haben wir natürlich hier unser Schneidwerk für 6 Meter. Das Ganze wiegt auch komischerweise, ja, obwohl er ein bisschen größer ist, 1,5 Tonnen und 1.800 Euro. Das Ganze. Miete sind wir hier bei 91 Euro inklusive. Natürlich hier, wie du siehst, natürlich genauso her, also die Farbwahl. Als nächstes haben wir natürlich hier uns ein T936. Finde ich schon mal ganz cool, das ganze Teil. Ja, her, 2,2 Tonnen und 1550 das Ganze in der Anschaffung. Miete sind wir da bei 79 Euro. Hier hast du genauso die Farbwahl. Ja, also was ist hier natürlich hier. Also original natürlich für den Drescher natürlich hier gibt. Ja, ich finde jedenfalls cooles Pack das Ganze. Lokmäßig ist er bis jetzt lokfehlerfrei. Und ja,
Ich habe schon mal hier zweimal, also mit kompletter Verschmutzung. Ups. Und natürlich Verschleiß einmal hergestellt, das Ganze. Und wir haben hier wirklich vieles, was man machen kann. Also, wie gesagt, das Ganze her ist mit, also, IC-Control hier nutzbar. Dann können wir hier noch die Verkleidung hinzufügen. Gehen wir mal auf die andere Seite. Also hier muss man mal genau hinschauen, dass man auch die Button natürlich hier dann sieht. So, ich habe mal überall eigentlich mal die alle aufgemacht gehabt, um mal zu sehen, was man hier machen kann natürlich. Also das ist jetzt einer mit Häcksler, das ist jetzt einer mit Schwartablage. Hier habe ich auch mal drangehängt, dass man natürlich auch sieht hier, ob da natürlich hier, also die dynamischen Schläuche natürlich funktionieren. So, würde ich mal sagen, wir machen jetzt dann gleich natürlich dann hier unseren Test. Ja, welchen nehmen wir denn? Ich denke mal, wir nehmen hier den gelben natürlich. Oder? Nee, wir nehmen hier den. So, klappen wir den mal zusammen. So. Wo haben wir jetzt die Button? Ah, da sind die Button. Ja, da muss man mal genau hinschauen. Also wir nehmen hier den jetzt einmal für uns einen kleinen Test natürlich. Ich finde es schon mal ganz cool, was der hier natürlich hier so bieten tut. Also, wir aktivieren einmal unser IC. Dann haben wir hier natürlich das Ganze. Wir haben hier die Türe auf und zuzumachen. Und das Tolle dabei ist, wir haben hier komplett also das Ganze über IC-Control nutzbar. So, da fahren wir mal vor. Fangen an dann zum Dreschen. Wir sehen hier, Spiegel haben wir. Es scheinen hier relativ gut zu funktionieren. Also ich weiß jetzt nicht ganz genau, welcher Button natürlich wofür ist. Manche erklären sich es eh von selber. Aber wir testen das Ganze jetzt natürlich. So, wir können sicherlich hier... Hier will man sehen, hier Schneidwerk heben und senken. Ich gehe mal davon aus, dass... Ich muss den Drescher ausklappen. Okay. So. Fahren wir mal so rüber. Das Tolle dran an diesem Modell finde ich natürlich, dass wir hier also alles hier mit animiert haben. Ich vermute mal Drescher ausklappen. Ich habe doch den Drescher ausgeklappt. Jetzt habe ich das vorne abgehängt. Okay. Also abhängen geht, aber nicht mehr anhängen geht. Okay. Also hier kann man Schneidwerk abhängen. Senken wir. Drei Schausklappen. Ja, wie oft noch? So. Jetzt fahren wir erstmal manuell. Nachher lassen wir hier natürlich uns einen Helfer arbeiten. Jetzt schauen wir erstmal hier her. Da muss gleich mal hier was kommen. Jetzt schauen wir erstmal langsam noch. Außer er hat... Man sieht hier nichts. Nee, man sieht da nichts. Ist ja blöd. So, jetzt geben wir mal Gas. Wir machen jetzt 5 km/h. Da sind wir jetzt hier. Das Ganze. Schalten wir mal den Helfer ein. Einmal, wir wollen ja wissen, wie der hier natürlich tut, natürlich entsprechend mit dem Drehen. Ja, jetzt haben wir hier natürlich unsere Schwartablage. Wir wollen nachher uns Next Launo einschalten. Gehen wir gleich in die Nachtschicht rein. Machen wir jetzt hier an der Stelle gleich hier unser Lichttest, würde ich mal sagen. So sieht es schon mal aus im Dunkeln.
Wenn man mal in die Innensicht mal rein, finde, kommt ganz schön rüber, fällt mir. Wir haben ja vorne das jetzt gleich geschafft, also gehen wir nochmal in die Außensicht ran und schauen uns das Ganze natürlich an, wie der hier natürlich hier drehen tut. Und dann fahren wir rüber, tun wir dann abbunkern. Also muss ich wirklich sagen, bis jetzt sage ich mal so, funktioniert relativ sehr gut. Jetzt werden wir hier sehen, unsere Lok, ja, ist bis jetzt lokfehlerfrei. So, also er hat schon mal schön gedreht. Entlassen wir mal den Helfer, schalten den gleich mal um hier auf Häcksler natürlich. Jetzt haben wir den hier umgestellt auf Häcksler. Jetzt sehen wir hier, der pfeffert jetzt so raus. Und schalten wir gleich nochmal um. Mal schauen, sehen wir hier, der blendet das gleich direkt um. Hier seitlich auch mit der Rutsche. Das ist eigentlich was, was mir relativ ganz gut gefällt, eigentlich hier bei den Dreschern natürlich. So. Haben wir hier unsere Rundumleuchte. Blinker, wie wir hier sehen. Ich schalte mal das Licht mal aus, dass wir hier natürlich das alles besser sehen können. Sehen wir hier, also Reflexion ist schon mal da. Andere Seite natürlich Reflexion, so, ja. Dann natürlich hier vorne unser Arbeitsscheinwerfer mit Nummer 5. Mit Nummer 6 haben wir nichts. Jetzt fahren wir einfach mal das Rohr mal aus. Da haben wir auch hier uns einen Scheinwerfer oben für den Bunker natürlich. Also ich finde das jedenfalls ein cooler, also Drescher. Und da schauen wir jetzt gleich hier die Rest der Funktion uns an. Also das ergibt sich ja natürlich von selber hier. Natürlich Blinker links, Blinker rechts. So. So, dann jetzt hier natürlich die Lichter, wie wir hier sehen. So, das ist das Rohr. Das habe ich schon vorher vermutet, dass das Rohr hier ist. So. Dann, ja, Schneidwerk schon mal senken. Einschalten das Ganze natürlich. Also, da steht einmal hier, der Drescher muss eingeklappt sein. Also, hi. Ah, okay. Das wird abbunkern sein. Also fahren wir gleich mal rüber. Jetzt gehen wir mal her, fahren das Rohr mal aus. Jetzt gehen wir mal in die Außensicht. Ja, müssen wir ein bisschen retour fahren. Ah ne, ist nicht abbunkern, ist was anderes. So. So, jetzt gehen wir mal her. Fahren jetzt mal das Rohr erstmal ein, also. Klappen wir erstmal hier das mal zusammen, wie wir hier sehen. Jetzt gehen wir nochmal her. Also haben wir hier den Drescher ausgeklappt, wie wir sehen mit ihnen. Also ist der Drescher wieder zugeklappt. Also das kann man jetzt hier machen. Und das finde ich schon mal ganz coole Sache, das Ganze. Jetzt schauen wir uns gleich den anderen an. Stellen wir erstmal hier hin, dass er uns jetzt stört. So, stappen wir mal rüber. Welchen wollten wir da nehmen? Genau das. Ist es der? Nein, das ist. Ja, das ist der gewesen. Also, testen wir erstmal hier bei den her. Unser linker, wie wir sehen. Also, wie wir sehen, die funktionieren.
Starten wir mal. Aber erstmal den hinten abhängen. Da haben wir echt die coole Animation, wie wir jetzt hier gleich sehen. Ich weiß, es ist ein bisschen dunkel. Wenn ich jetzt den anhänge, mit der Animation mit dem Stützrad. Sollte aber erstmal mal hergehen und dann natürlich den erstmal hier zumachen. Da sind wir jetzt hier erstmal hier die ganzen Räder, was hier animiert sind. Da haben wir jetzt alles drin und dran und drum. Ja, jedenfalls, der hier sieht jetzt der von innen her so her aus. Schauen wir mal. Wir haben jetzt hier natürlich hier das Rohr. Das ist jetzt hier Drescher. So. Jetzt gehen wir aber erst nochmal herüber. Bei den sieht das ja ein bisschen anders da aus, weil wir ja hier haben wir ja natürlich hier die Türe. Und natürlich bei denen ist es ja noch so der Fall, müssen wir jetzt mal hinten mal abhängen, wir können hier den hier mit der Maus, müssen wir den hier öffnen, die Luke für ein Getreide, aber ich glaube es geht sogar hier mit, also der Option hier, vermute ich mal. Nee, doch nicht. Das ist Schneidwerk. Das hier. Das weiß ich jetzt leider noch nicht, aber wir werden uns das Ganze jetzt natürlich jetzt hier bei denen her mal anschauen und natürlich hier mal durchtesten. Ich sollte Motor starten. Weil laut das Drescher läuft, höre ich es ja nicht. So. So wirkt das also schon mal erstmal dunkel natürlich. Schneidwerk. Jetzt gehen wir erstmal hier noch rüber. Schalten das Ganze mal ein. Einzug sieht schon mal cool aus. Sollten wir mal erstmal mal die Blinker mal ausschalten. Was war das? So. Ja, dadurch, dass wir hier also. Hola! Was war das? Ah, Ernteausfälle oder was? Keine Ahnung. Ah, jetzt macht er sogar, wie wir sehen hier, wenn man auch das nicht hat, macht er hier hinten so Art wie Häcksler-Animation. Aber wir gehen jetzt mal her, machen mal natürlich hier unser Lichttest. Naja, sonst nichts Besonderes. Aber es ist lustig jetzt, wie er wackelt. Also, wir gehen mal vor, lassen ihn gleich mal drehen. Helfer mal an. Also ich habe den immer noch als Häcksler hinten stehen, aber ist ja wurscht, würde ich mal sagen.
wie sie die Dachsen so verdreht. Boah, Wahnsinn. Aber wir sehen, also der Helfer läuft hier sehr gut, finde ich. Und das ist schon mal tadellos. Also Helfer mal ausschalten. Wir fahren jetzt mal rüber, bunkern gleich dann ab. Ja. Fahren natürlich hier unser Rohr gleich dann aus. So, jetzt tun wir mal entlasten. Fahren wir das Rohr aus. Sehen wir hier, laden uns den Hafer schon mal ab. So, und dann würde ich mal sagen, dass es sicherlich... was das wohl für einer ist? Schauen wir mal. Das dürfte vielleicht die Umschalt. Ich vermute nur, wir wissen es jetzt nicht, dass es vielleicht für die Schwartablage das hier ist. Tja, jedenfalls, ich finde, der Mod ist eigentlich ganz cool. Wie wir hier sehen, auch unsere Lok ist lokfehlerfrei. Ja, und ich hoffe natürlich hier, es hat euch hier gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr wieder reinschaut. Hiermit sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. So, schauen wir nochmal.